Moin, Leute, da sind wir wieder. Dann wollen wir doch mal eine Runde weiter machen. Und ja, hier oben habe ich natürlich vergessen, Steine zu setzen. Das werden wir nochmal nachholen. So, ding, ding, ding. Und dann wollen wir doch mal gucken, was machen wir denn sonst noch so? Wir könnten eigentlich mal eine Runde Sand braten. Das könnten wir mal machen. So, das Glas haben wir noch gar nicht geholt. Das haben wir nämlich noch unten am Mob Tower, an der Mobfalle. Dann werden wir uns doch mal dahin auf die Socken machen und dann schauen wir mal. Und ich hatte im Nether, hatte ich auch noch Sand und Glas gesehen. Auch das werden wir uns mal holen, bevor es da ganz verschimmelt. Ja, dann hopp ab ins Minecart und bada bing und losgefahren. Ja, dann sind wir wenigstens schon mal hier unten angekommen und dann, damit das Ganze halt etwas schneller geht, drücken wir einfach drauf und fahren mal eine Runde weiter. Hopp, hopp und ab dafür. So, einmal noch und dann hätten wir das auch schon und dann, aussteigen und dann geht's mal ab in den Nether. Wir machen da jetzt aber nichts Weltbewegendes. Wir holen da wirklich nur den Sand und das Glas holen wir da raus. Ja, und dann machen wir uns schon wieder auf den Rückweg. Schawuppnick, da sind wir auch schon. Dann hier einmal die Kuh. Meine Maus hängt im Moment, Leute, irgendwie ganz komisch. So, einmal Kohle raus, einmal Holzkohle rein. Dann das Glas mitgenommen und den Stack. Und ja, das Rottenfleisch, das nehmen wir auch noch mit. So, und dann geht schon wieder zurück in die normale Welt. Bing! Und dann schauen wir einfach mal oben am Tower. Ja, die Minecart-Strecke, die nach unten führt, da würde ich ganz gerne eigentlich doch nochmal das ein bisschen umbauen. Weil den zweiten Druckknopf, ja, weiß ich nicht. Also ich hätte ihn schon ganz gerne mit drin. So, auch hier nehmen wir natürlich alles mit. Auch die Scheiben. Und dann gucken wir nochmal in die Falle rein. Wir haben ja im Moment ein bisschen wenig Level und dann schauen wir mal. So, bing, 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 bing. Ich habe übrigens mal etwas mit den Toneinstellungen gespielt beim Minecraft Let's Play Together, beim Technik LP ist mir aufgefallen, ich bin echt viel zu leise gewesen. Das lag daran, dass ich halt so aufgenommen habe, wie ich normalerweise immer in meiner Singleplayer-Welt aufnehme. Und auch das muss ich mal irgendwie in den Griff kriegen, dass das besser funktioniert. Naja, schauen wir mal. I do my best. So, wir heizen aber erstmal hoch. So, Katsching, ausgestiegen. Und ja, hier, diese Leitung, die will ich dann mal irgendwann demnächst in diesem Kino anders verlegen. Aber erstmal geht es darum, schnell einen Happen-Pappen einzuwerfen. Und dann schauen wir mal weiter. Ach Mensch, zum Technik-Let's Play wollte ich nochmal sagen. Schaut's euch an, wir sind durch den Twilight Forest gerockt. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr viel Neues für mich dabei, weil ich kenne das ja nun nicht wirklich. Ich bin ja nicht so der Mörder, Mod-Spieler und ich hoffe, man hat nicht zu sehr gemerkt, dass ich eigentlich komplett planlos war. Oh verdammt, wir haben kein Holz. Naja gut, okay, dann nehmen wir das so mit und ja, da können wir nichts. Sticks haben wir noch da vorne bei unserer Baustelle. Da gucken wir dann natürlich auch nochmal nach. Da werden wir uns dann noch ein paar Fackeln basteln, weil mit den 26, da kommen wir nicht ganz so weit. Und mit den 25 Glowstone, da werden wir jetzt auch nicht ganz so glücklich werden. So, dann nehmen wir uns erstmal noch ein paar Sticks raus. Na, machen wir gleich drei. Wandeln wir hier alles um. So, zack, da. Ach, dann wollte ich noch mal runter. Und zwar wollte ich noch mal. Ich habe das Rezept übrigens angepasst. Und zwar, dass die Samen vom Weizenfeld, dass die auch eine sinnvolle Verwendung finden. Und zwar habe ich mir ein Rezept erstellt. Das macht nichts anderes als
Das wäre noch mal einmal komplett anpflanzen. Okay, das bringt mich aber nicht weiter, die 19. Gut. Hab das Rezept noch mal angepasst. Und zwar verbrennen die Samen jetzt genauso wie die Baumsetzlinge. Also in exakt derselben Geschwindigkeit. Das heißt, aus 64 Samen wird ein halber Stack gebrannt. So, und das machen wir uns natürlich zunutze. Hier so, zack, einmal und zack, zweimal. Ja, und dann braten wir das doch einfach mal durch, weil so haben die Samen wenigstens auch eine sinnvolle Verwendung. Ansonsten sammelt man die unendlich lange an, dann schmeißt man sie irgendwann weg und das war's dann. Ja, weiß ich nicht, finde ich nicht so berauschend. Das ist irgendwie so, ja, nicht so die mördergute Idee, finde ich. Gut, die Treppen, die können wir uns schon mal einpacken. Glas wird gebrutzelt. Das Glas können wir mal ein bisschen stapeln. Ja, und dann gehen wir doch einfach mal hoch. Dann fangen wir hier an. Halt, jetzt habe ich es doch glatt vergessen. Die Glowstones wollten wir doch noch basteln. So, einmal Fackeln in der Mitte, dann das Rottenflash außenrum. Zack. Glowstones. Oder wie Trivolo sagen würde, Clowstones. Ob die auch so schmecken, weiß ich nicht. Ich habe da nie dran geleckt. Aber was nicht ist, ne, Leute, ihr wisst das ja, kann ja vielleicht noch kommen. Geplant ist es eigentlich nicht, dass ich jetzt wirklich an diesen Glowstones drin rumlecke, aber naja, gut, okay. Okay, Themawechsel, das ist einfach, das ist zu flach. Aber ich fand's trotzdem witzig. So, wir bauen hier natürlich ein bisschen weiter. Wir müssen dann auch mal zusehen, dass wir hier die Aufgänge dann mal hinkriegen. 16 Stufen haben wir noch. Damit kriegen wir schon mal die ersten beiden Aufgänge, also hier in dieser Ecke wenigstens fertig. Die restlichen, ja, da müssen wir uns noch so ein bisschen drum kümmern, dass wir da noch ein paar mehr Stufen an Land kriegen. Und dann schauen wir mal. So, reng, de deng, de deng. Alles schön eingesammelt. Gut. Passt. So, dann. Achso, wir müssen ja erstmal noch ein bisschen Wand ziehen. Das hatte ich jetzt ganz vergessen. Aber ich wollte natürlich erstmal gucken gehen, weil die Steine seit neuestem, die fliegen ja in sämtliche Richtungen. Und ich wollte einfach mal gucken gehen. Verdammt, wo sind die alle hingeflogen? Also ich habe hier schon, wenn ich ohne Aufnahme spiele, habe ich schon die lustigsten Sachen erlebt mit Steinen, die wirklich kilometerweit weggeflogen sind. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Da könnt ihr ja gerne mal was dazu schreiben. Aber mich irritiert das dann immer so ein ganz klein wenig. Gut, wir merken uns mal hier, wo die Treppe zu Ende ist. Bing, bing. Da kommt erst ein Stein und dann ein Glowstone rein. Yeah. So, dann Yates hier weiter. Hier machen wir natürlich genau dasselbe. Bing. Und auch hier müssen wir uns natürlich den Weg erstmal ein bisschen freiräumen, bevor wir dann hier richtig die Aufgänge bauen können. So, Schippchen. Aber die Tools, die werden jetzt nicht mehr ganz so schnell platt sein, denn wir können auch Teilreparaturen durchführen dank Enchanting Plus. Also bei mir funktioniert es, bei Preko war es, glaube ich, der schrieb mir, bei ihm funktioniert das komischerweise nicht. Das ist aber auch irgendwie so eine Sache, da kommt es dann immer drauf an, welche Java-Version hat man installiert, um grundsätzlich erstmal Minecraft laufen zu lassen. Welche Version der Mod hat man installiert, um das Ganze dann zu spielen mit dieser Mod und. Also das ist dann, manche sagen auch, Optifine würde da irgendwie ein bisschen mit reinfunken. Und ihr merkt schon, der Möglichkeiten gibt es da unendlich viele. Von daher, also ich bin froh, ehrlich gesagt, dass es bei mir funktioniert. Ich kann euch dabei aber leider nicht helfen, weil ich ewig lange gebraucht hatte, bei mir sämtliche Mods, die ich benutze, zum Laufen zu bringen. Das sind gar nicht so viele Mods, aber sie funktionieren bei mir mehr oder weniger fehlerfrei. Also es würde mir jetzt nicht auffallen, dass ich sagen würde so, nee, da ist jetzt aber ein Fehler, das kommt von der und der Mod.
Also sowas fällt mir nicht auf und von daher kann ich eigentlich sagen, ja, relativ fehlerfrei. Ganz fehlerfrei ist natürlich nichts, was mit dem Computer zu tun hat oder mit Computerprogrammen. Das wisst ihr aber selber. Das ist immer so eine Sache. Man hätte es gerne ganz komplett fehlerfrei, aber das wird, glaube ich, nie passieren. Die Programme, die werden ja auch immer komplizierter und von daher gibt es dann immer mehr Zeilen Code, die geschrieben werden. Und ja, in diesen geschriebenen Zeilen Code, da kann sich dann natürlich auch der ein oder andere Fehler drin verstecken. Der dann natürlich durch mühsamste Suche auch wieder erst gefunden werden muss. So, die Aufgänge haben wir fertig. Bing, bing, bing. Ja, dann machen wir es uns mal einfach. Ich würde sagen, wir fräsen uns dann einfach hier mal weiter durch. Fangen jetzt mit der oberen Etage an. Und nicht mit der unteren. Sind wir hier wirklich ganz oben? Nein, sind wir doch gar nicht. Was erzähle ich denn hier für einen Blödsinn? Leute, warum bewahrt ihr mich nicht davor, dass ich Blödsinn erzähle? Aber eigentlich ist es wurscht, wo wir anfangen. Ob wir jetzt ganz oben anfangen oder nicht. Der ist natürlich falsch. Da kommt ein Glowstone rein. So. Wie gesagt, es spielt eigentlich keine Rolle, da diese beiden Gänge sowieso gebaut werden müssen. Egal wie, sie müssen gebaut werden. Aber dank unserer Fixkloppy geht das ja relativ zügig und ja, wir müssen dann natürlich auch immer mal wieder zusehen, dass wir uns nochmal irgendwie der Mobfalle ein bisschen zuwenden, dass wir da nochmal den ein oder anderen Level rausziehen, einfach um die Tools dann auch zu reparieren. Ansonsten wäre das hier so eine Endlosgeschichte, ihr kennt das ja schon, ich habe ja Redstone gebraten ohne Ende und habe damit auch einen Teil der Level für die Reparaturen zusammenbekommen. Und das war schon recht anstrengend. Also dieses Reparatursystem, ich kann das noch immer nicht so wirklich gutheißen. Also mir gefällt es irgendwie nicht so in seiner jetzigen Form. Dass es drin ist, finde ich klasse, aber halt nicht also wie es implementiert wurde. Ich denke mal, da gibt es sicherlich noch Verbesserungspotenzial. So, die nehmen wir raus. Dann schauen wir mal. Also ihr seht schon, ne, da ist jetzt fertig gebraten und dann müssen wir uns nochmal zwei Stück nehmen. Und das sollte dann nochmal reichen, die restlichen 32 wegzubraten. So, ja, dann fangen wir jetzt mal an, in diese Kiste hier mit reinzustopfen. Das nehmen wir mal raus. Weil die hatte ich jetzt, glaube ich, hier mit reingepackt. Ja, da haben wir jetzt sechs Eisen haben wir schon wieder dazu gekriegt. Ja, dann würde ich sagen, verbringen wir noch die restliche Folge damit, ganz einfach hier noch ein wenig weiterzubauen. Muss ja gemacht werden, auch wenn der ein oder andere vielleicht sagt, so, nö, langweilig. Aber auch das gehört natürlich zu einem Let's Play mit dazu. Und ja, ich kann es euch einfach nicht ersparen. Ach verdammt, keine Steine mitgenommen. Dabei haben wir da so viele von. Gut, dann laden wir uns jetzt erstmal noch ein paar Steine ein. Bing, bing, bing. So, soll erstmal reichen. Denn ich weiß natürlich wie immer nicht, was ich in der nächsten Folge machen möchte. Es kann auch sein, dass ich mich dann dafür entscheide, so zack, wir bauen jetzt die Minecart-Strecke da um. Obwohl das geht eigentlich relativ zügig, weil so viel umzubauen ist da eigentlich gar nicht. Schauen wir mal. So, klack, klack, klack. Das läuft doch eigentlich ganz gut. Ja, also die Spitzhacke, die sieht auch noch von der Abnutzung her spitzenmäßig aus, also das passt schon. Klack, klack, klack. So, dann schließen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen mit Steinen. Ding, 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 ding. Und dann haben wir es eigentlich mehr oder weniger auch geschafft für diese Folge. Bing! Ah, noch nicht. In 8 Sekunden sollte es dann auch Bing machen. Also setzen wir hier wenigstens nochmal den Glowstone. Und ich denke mal, diese Ecke hier, ja, nehmen wir sie jetzt doch noch mit. Ah, ich denke, okay, nehmen wir sie doch noch mit. So.
Was wir in dieser Folge dann schon geschafft haben, das brauchen wir dann in der nächsten nicht mehr abzubauen. Ihr kennt das ja alle. Oh, da haben wir schön... Ah, ich habe nur 6 Fackeln. Da haben wir schön Kies drunter. Und ja, müssen wir mal zusehen, dass wir den hier dann irgendwie gleich so mit wegkriegen. Das war es jetzt aber, glaube ich, sogar schon. Na gut, okay, dann auf zum Endspurt, dass wir hier die Ecke noch schnell fertig machen. Und dann werde ich auch mal die Folge beenden. Dann haben wir genug gemacht für heute. Ja, dass ein bisschen weniger Folgen kommen, liegt einfach daran, ich habe einen neuen Job und der füllt mich im Moment erstmal so reichlich aus. Das heißt, ich bekomme viel zu viel Arbeit und zu wenig Schlaf. Ja, wie es immer so ist im Leben. Aber ja, ich bin da gar nicht traurig drüber, sondern eher froh. Also für mich eher etwas Positives. Ich werde das natürlich versuchen, dann im Laufe der Zeit, wenn ich mich da ein bisschen eingelebt habe, dann wieder darauf zu konzentrieren, mehr Folgen zu produzieren, dann vielleicht auch wieder täglich, aber im Augenblick, da ist es ganz einfach so, da ich habe keine Zeit, um täglich Folgen rauszuballern. Das liegt einfach schon daran, ich habe noch nicht mal Zeit, den Rechner anzuwerfen, um dann einfach die Sachen auch hochzuladen. So, aber genug geheult. Vor allen Dingen für diese Folge. Ich sage jetzt für diese Folge auf jeden Fall mit Blick auf die Ecke erstmal tschüss. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut.